made by the community. Hallihallo meine lieben Freunde und ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Star Citizen. Ja, Freunde, es geht hier Schlag auf Schlag. CIG dreht richtig den Hahn auf und gegen Ende des Jahres kommen hier doch einige Neuerungen ins Spiel. Wir stehen kurz vor der CitizenCon des Jahres 2023 und heute ist der Patch 3.21 auf die Live-Server ausgerollt worden. Ja, und der Star dieses Patches, neben natürlich auch noch einigen anderen neuen Missionen und so weiter, ist dieses neue Raumschiff. Wer aufmerksam war, konnte sie schon im Patch 3.21 auf dem PTU in den letzten Tagen beobachten, denn dort sind die Entwickler mit diesem Schiffchen rumgeflogen. Aber jetzt ist sie auch endlich in unseren Händen und jeder, der sie früher schon im Concept Sale gekauft hat oder jetzt während des aktuell laufenden Sales kauft, der kann sie dann auch direkt in der Live-Version 3.21 über die CitizenCon hinweg und darüber hinaus natürlich auch ausprobieren. Ja, was haben wir denn hier vor uns? Neben der Hercules-Serie von Crusader Industries wurde ja auch noch eine kleinere Raumschifflinie gelauncht und das ist die Spirit-Serie. Und das hier ist der erste... Die erste Variante dieser Spirit-Serie, die wir fliegen können, und das ist die A1 Spirit, die Bomber-Version. Neben dieser Bomber-Version gibt es auch noch eine C1 Spirit-Frachtversion und eine E1 Spirit Luxus-Travel, Luxus-Transport-Version, also für die elitäre Reise durchs Universum, ja, also Personentransport. Darauf spezialisiert sich diese E1-Version. Die C1, also die normale Frachtversion, die werden wir wohl bald schon nachgeliefert bekommen. Die E1, da könnte es sein, dass wir noch ein bisschen länger drauf warten müssen, aber warten wir mal ab, wie das so in Zukunft verläuft. Ja, erstmal müssen wir also hier mit der vor uns liegenden A1 Spirit vorlieb nehmen, aber ich denke mal, das tun wir auch ganz gerne. Freunde, ist ein wahnsinnig flaches und fettes Design und sie ist doch gar nicht mal so klein, das muss man wirklich sagen. Die grundsätzlichen Spezifikationen lauten jetzt, wo sie im Spiel ist, wie folgt. 47,5 Meter lang, 44 Meter breit und 10 Meter hoch. Ausgelegt für eine Max-Crew von 2 Personen und ein SCM-Speed laut Factsheet von 154 Metern pro Sekunde. Das werden wir natürlich gleich im Flug auch nochmal testen, ob das wirklich so ist. Wir haben verschiedene Komponenten natürlich an Bord. Wir haben einen Schildgenerator, Powerplant, Kühler und Quantum Drive, jeweils der Größe Size 2 und jeweils eins davon ist hier verbaut. Außerdem haben wir natürlich das Herzstück, die massive Bomb Bay, die wir uns gleich auch noch anschauen wollen, mit 10 Size 5 Bomben. Zusätzlich dazu kommen noch einige Raketen-Racks, wo sie, soweit ich das gesehen habe, Size 3 und Size 3 Raketen, genau. Ich glaube 4 Stück, das müssen wir uns gleich nochmal genau angucken, da bin ich mir jetzt nicht 100% sicher. Dann haben wir obendrauf hinten noch einen Remote-Turm, also einen ferngesteuerten Turm. Sieht auch aus, als wäre der auf so einer Schiene gelagert, müssen wir gleich mal ausprobieren, mit 2 Size 2 Waffen dran. Und dann haben wir noch in den Flügeln versteckt 2 Size 3 Waffen fixt, die sind auf den Piloten gebunden. Und unterm Cockpit hängt auch noch ein beweglicher Turm mit nochmal 2 Size 3 Waffen. Also hat der Pilot die Kontrolle über insgesamt 4 Size 3 Hardpoints. Ich denke mal, der Remote-Turm, der wird dann vom Co-Piloten gesteuert. Also doch schon neben den Bomben auch eine ganze Menge Feuerpower. Ja, diese ganzen Laserwaffen, standardmäßig sind hier Bering-Waffen verbaut. Also M4A-Laser oben auf dem Remote-Turm und M5A-Laser. Ansonsten an den anderen Size 3 Ports. Ja, dann noch die Raketen und eben natürlich die Bomben-Hauptbewaffnung. Also vom Design her gefällt sie mir auch wahnsinnig gut. Mein Gott, die Spirit und, also die A1 Spirit und die F8, beide richtig hübsche Raumschiffe, auf die ich echt schon gewartet habe und ja, jetzt auch wirklich wieder richtig Spaß habe am Spielen, muss ich zugeben. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob es euch ähnlich geht und ob ihr das nachfühlen könnt. Gut, Freunde, dann würde ich sagen, gehen wir mal, suchen wir uns mal hier, oh, da oben hatten wir ein paar Grafikfehler, aber naja, gut, das ignorieren wir mal. Wir gehen mal wieder in unseren Menschen hier rein und schauen uns das Schiff mal ein bisschen mehr im Detail an. Also hier haben wir den beweglichen Turm, wie gesagt, zweimal Size 3, also M5A-Laser, die hier drunter hängen.
Sehr, sehr ordentlich. Ja, dann haben wir hier natürlich auch eine Menge VTOL und Maneuver Thruster. Sehr schön große VTOL Thruster, die dann auch hoffentlich recht realistisch das Raumschiff in der Luft halten können. Denn es ist natürlich durch die Bomben auch schon ein Schwergewicht, denke ich mal, für seine Größe. Massives Hauptfahrwerk, ja, das hat CLG mittlerweile raus. Freunde, sieht das gut aus. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich glaube, hier haben wir nochmal ein richtig fortschrittliches Design von CLG, also einfach sehr weit entwickelt. Die F8 wurde ja jetzt so mehr oder weniger recht schnell reingebracht. Sie haben ja selber gesagt, da wird nochmal nachgearbeitet. Aber das hier, das sieht schon sehr, sehr gut aus. Hier haben wir auch wieder richtig massive VTOL-Batterie, die nach unten Schub gibt und das Raumschiff entsprechend in der Luft hält. Und wie man vielleicht schon sehen kann, diese Platten hier, die fahren in der Flugposition dann auch sich flach in die Tragfläche ein und die VTOL Thruster kippen dann also praktisch hier so nach links hoch, sehen wir gleich, um die Silhouette dann auch nochmal zu verkleinern. Ja, hier hinten die großen Haupttriebwerke, die auch dieses fette, diese fette Silhouette oder dieses fette Aussehen von hinten nochmal absolut unterstreichen. Richtig gut. Ja, ich habe mir häufig gedacht, schade eigentlich, das Crusader-Design ist an sich so ein schickes Design, aber bei der Hercules hat mir irgendwie, die hatte auch so einen Buckel, ja, das war irgendwie so ein ich meine, klar, es ist natürlich auch ein großer Transporter, aber nichtsdestotrotz war die mir irgendwie nicht sleek genug, wenn ihr wisst, was ich meine. Und auch beim Mercury Star Runner fand ich irgendwie, der ist ein bisschen bulky und ein bisschen dick, ja. Hätte man unten vielleicht dieses Geheimversteck, diese Geheimgang weggelassen und wären die Türme bei dem Star Runner noch versenkbar, dann wäre die auch ein bisschen schlanker und flacher und hätte auch einfach, denke ich mal, noch ein bisschen schickeres Design. Aber gut, da soll es jetzt nicht drum gehen. Und hier habe ich auf jeden Fall gar nichts auszusetzen. Und dann würde ich sagen, machen wir mal die Rampe auf. Wieder, ah doch, Sound kommen. Ich dachte schon, wir hätten wieder keinen Sound. Das ist manchmal bei den Schiffen, wenn sie ins Verse kommen, gar nicht so untypisch. Schön. Hier so mit so einer Sicherheitstextur hier, mit so einem gestreiften Linien. Sehr schön. So. Freunde, ich bin auch das erste Mal in dem Schiff. Ihr seid also jetzt dabei, wenn ich das erste Mal auch dieses Schiff sehe. Was haben wir hier? Ah, hier haben wir die Komponentenzugänge. Das ist natürlich praktisch. Übrigens nicht wundern, dass hier jetzt Pfnen steht. Ich experimentiere auch gerade so ein bisschen mit dieser Deutschübersetzung aus der Community. Und mit Ös und Äs hat es manchmal ein bisschen Probleme. Deswegen steht hier nicht öffnen, sondern Pfnen. Aber es ist sehr vielversprechend, was die Community da bastelt. Das kann man schon mal sagen. So, hier haben wir also den Kühler, müsste das sein. Das müsste das Powerplant sein. Und das müsste der Schildgenerator sein. Seht ihr, schließen funktioniert. Und dann gucken wir mal, was haben wir noch auf der Seite hier. Juno Starbuck. Ne, dann müsste das Death Power Plant sein. Dann war das links irgendwas anderes. Was haben wir hier noch? Das müsste Quantum Drive sein, ne? Vitek. Ja. Also, das heißt, zwei Komponenten sind schon relativ groß. So, dann schließen wir mal hinten die Luke, damit uns niemand klaut. Sehr schön. Auch wieder mit diesem Crusader-Streifen hier so drin. Den hat ja die Hercules-Serie auch im Frachtraum. So, dann haben wir hier so eine Art Bombenshot, ja, so eine Sicherheitstür. Die öffnen wir mal. Wow, Freunde, und da sind die 10 Size 5 Bomben. Zum Ausklinken bereit, ja. Hier unten öffnen sich dann vermutlich diese Schächte und dann können die Bomben da rausgedroppt werden. Was haben wir denn hier noch? Ein Terminal? Oh, hier haben wir bestimmt auch sowas wie eine Notbeleuchtung oder so. Was haben wir noch? Ja, das ist Gefechtszustand bzw. Not-Evakuierungsgebimsel. Ihr wisst, was ich meine. So, aber hier mit dem Tablet kann ich sonst nicht groß interagieren. Mal gucken, vielleicht ist das später die Bombenkontrolle, dann kann man vielleicht noch irgendwas hier checken oder vielleicht ein, keine Ahnung, Zünder einstellen oder was weiß ich. Aber unglaublich cool designt. Mein Gott.
Das sind schon fette Bomben, kann man nichts sagen. Ich meine, ihr müsst bedenken, eine Bombe hat keinen Antrieb, entsprechend ist das alles Sprengbums drin, ne? Also, das gefällt. Das gefällt. So, hier haben wir eine kleine Treppe. Ja, wieder so ein bisschen Millennium-Falke-Feelings, ja, wenn man durch diese runden Shots durchgeht. So, hier haben wir für zukünftige Dinge, hier steht es ja, Gravity Generator, Life Support. Und das ist genau das, was ich meine, Freunde, dass dieses Schiff schon ziemlich up-to-date ist. Ja? Über solche Dinge haben sie sich ja nicht in jedem Schiff Gedanken gemacht. Radar, Avionics, alles im Moment vermutlich noch leer, beziehungsweise nutzlos, aber wird natürlich in Zukunft dann alles nützlich werden. Und alle Schiffe, die daran eben, ja, oder wo man dabei nicht dran gedacht hat, die müssen dann natürlich auch nochmal angepackt werden und die Dinger müssen dann irgendwo reingeklebt werden, ja, sonst funktioniert es ja nicht. So. Schließen wir die Türen auch mal. So, was haben wir hier? Hier haben wir, was sind das? Escape Pods? Na komm, normal ist doch immer alles gut beschriftet. Sieht aber sehr danach aus, ne? Oder Suit Locker? Aber das werden Suit Locker sein, denke ich. Ne, es sind keine Escape Pods. Das ist ein Suit Locker. Und hier haben wir für FPS-Waffen Aufbewahrungsfächer. Ja, hier oben für drei Sidearm-Waffen, also Pistolen. Und hier unten dann für zwei Langwaffen. Hier unten vielleicht noch für Magazine oder sowas. Das passt. Ja, ich denke mal, das sieht nicht aus wie ein Escape Pod, sondern eher wie ein Suit Locker. Aber gut. Sehr cool gemacht, die ganzen Animationen. Mann, oh Mann, oh Mann. So, was haben wir dann hier noch? Öffnen. Ach was, sie hat eine Toilette. Das ist ja praktisch. Das ist ja mal praktisch. Jo. Ein kleines Töpfchen. Da kann man doch mit in den Krieg ziehen. Dusche haben wir auch dabei, wenn es mal heiß hergeht. Schwupp. Hier wird eine kleine Küche sein. Jawohl, hot. Da steht's. Kleine Kaffeemaschine. Hier unten vielleicht noch ein kleiner Kühlschrank. Ja, das könnte so eine Art Kühlschrank sein. Ja, Mensch, damit können wir ja voll auf Reisen gehen. Schön. Ja, und guckt mal an. Betten haben wir auch mit am Start. Ja, stimmt, das stand auch damals, ne, in den Q&As, glaube ich. Dass wir hier also auch Betten haben, sogar mit Fernseher. Muss man das Kopfteil ein bisschen hoch machen, damit man was sieht. Aber ja, ansonsten funktioniert das top. Ja, und hier haben wir unser Cockpit. Brücke? Ja, Cockpit würde ich es eher nennen, ne? Vermutlich. Schön, 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 Freunde. Da haben wir noch eine Art Computerkern. Können wir wahrscheinlich später noch Blades ausrüsten. Cool. Was haben wir hier oben noch? Keep clear. Unseren Storage. Jawohl, Storage. Wie viel haben wir? Schwer zu lesen. 200.000 Micro-SCU. Ja, ist gar nicht so viel, ne? Das sind so zwei große Rucksäcke, wenn ich das richtig sehe. Oh, vergess es. Extern. Extern, local. Okay, also im Fahrzeug selbst sind 8.000 Micro-SCU. Und extern weiß ich nicht. Ist das vielleicht hier oben nochmal das kleine Fach extra oder so? Muss man mal sehen. Auf jeden Fall, das Fahrzeug an sich hat, oder das Raumschiff an sich hat 8.000 Micro-SCU. Da kriegt er schon eine ganze Menge rein. Also alles cool. Ja, hat jeder hier oben nochmal so einen kleinen persönlichen Storage. Nice. Also alles dabei, was man braucht. Da kann man nicht meckern. So, rein auf den Pilotensitz. Ui. So, was haben wir hier für Knöpfchen? Spulen-Quantumantrieb. Also bitte ärgert euch nicht über die deutsche Übersetzung. Ich probiere es einfach mal ein bisschen aus. Mal gucken, wie lange ich es lasse. Aber ich finde es im Moment ganz interessant tatsächlich. Ist mal eine ganz andere, ein ganz anderes Erlebnis, Star Citizen auf Deutsch zu spielen. Wenn es, wie gesagt, auch noch nicht offiziell ist. Ne? Das ist alles noch von Fans gemacht. Aber es soll wohl recht bald dann auch angeboten werden. Auf der CIG Homepage. Mal gucken, wie das. Selbstzerstörung. Oh, den drücken wir vielleicht nicht direkt am Anfang. Wir drücken mal Flight Ready.
So, hier oben sehen wir schon unsere 4 Size 3 Waffen. 16 Schuss haben wir pro Capacitor. Das ist also nicht allzu viel, aber naja, ne? 4 mal Size 3, da will man sich erstmal nicht beschweren. Wir haben 2 MFDs. Ansonsten, wie gehabt, ich habe ein bisschen gehofft, dass wir ein bisschen wie bei der Eclipse hier oben nochmal so eine tief hängende Decke haben. Aber so haben wir natürlich eine mega gute Aussicht. Möchte man sich auch nicht groß beschweren. So, dann machen wir mal den Spaceport auf. Hangar auf. Natürlich ist dunkel. Und dann starten wir mal. So, ein bisschen Limiter runter, damit wir hier nicht so ganz so krass ausrasten. Das ist schon ein ziemlich breiter Oschi, muss ich sagen. Muss man schon warten, bis die Türen ganz auf sind. So. Also ganz dunkel ist es ja noch nicht mal. Aber ich glaube, es wird... Ja, die Sonne geht unter. Die geht ja immer da auf, ne? Dann gucken wir mal, dass wir der so ein bisschen hinterher fliegen. Thank you. So, und ab dafür. So, die Sicht nach unten ist so, naja. Ich hätte mir hier vielleicht dazwischen noch ein Guckfenster gewünscht, damit man auch das Bombenziel besser anpeilen kann, was man dann später hat. Aber ich will mich mal nicht zu früh beschweren. Schauen wir mal, wie sich das Ganze gestaltet. So, wir können ja mal als erstes gucken, stimmt das mit dem SCM-Speed? Ja, das kommt hin, ne? Also ich hatte eben gesagt 154 Meter pro Sekunde, also einen recht langsamen SCM-Speed. Wir gehen jetzt nochmal mit dem Limiter nach oben. So, Freunde, und hier seht ihr sie mal im Fluge. Und wir fahren jetzt mal das Fahrwerk ein. Wunderbar. Verschwindet komplett im Torso. Fahren wir nochmal aus. Was will man mehr? Ja, hier diese seitlichen V-Toils haben sich auch schon eingefahren. Ich drücke mal Alt-K, geht nicht. Nur K, ja, nur K. Dann stellen sie sich auf. Das wäre normalerweise in der Atmosphäre vermutlich ratsam. Aber sie sind im Moment auch nicht an. Gut, vielleicht sind wir einfach so schnell, dass wir es nicht unbedingt brauchen. Aber diese Erscheinung mit diesen breiten Triebwerken, der flachen Form an sich. Und ah, das ist schon... Also das ist schon Bomber-like. Das mag ich sehr. So, dann fahren wir sie doch nochmal ein. Dass wir nochmal eine ganz flache Struktur bekommen. Auch hier vorne mit diesen Intakes. Ich meine, es sind eigentlich natürlich die Retro-Thruster. Ich kann mal gerade vom Gas gehen. Dann seht ihr hier, da feuern die Retro-Thruster. So, nochmal ein bisschen hochziehen, dass wir hier nicht abschmieren. Und dann booste ich mal. Oh ja. Alles mächtig am Vibrieren. So, gleich haben wir unseren ganzen Boost verbraten. Jawohl. Ja, ist natürlich jetzt nicht so schnell wie zum Beispiel eine F8 oder so, aber es ist schon in Ordnung. So, ihr seht jetzt hier auch, haben sich diese Waffen aus den Tragflächen rausgefahren. Ich versuche mal zu feuern. Da seht ihr es. Und vorne haben wir dann natürlich auch nochmal 2. Insgesamt also 4 Stück. So. Gucke ich nochmal gerade. War das Triebwerke? Nein, das war Triebwerke. Das wollte ich nicht. Genau die wollte ich nicht erwischen. Aber ist kein Problem. Kriegen wir ja Gott sei Dank schnell wieder angeschaltet. So. Das war die Taste, genau. So. Dann gucken wir mal. Ah, ist ein bisschen dunkel hier, ne? Ich glaube, wir machen mal gerade ein Hüpferchen.
erstmal aus der Atmosphäre raus. Kommt aber schon ganz gut weg vom Planeten. So. Pyro-Sprungpunkt. Ach, das wird auch was, Freunde. Mein Gott, mal gespannt, was da auf uns wartet. So. Wie komme ich denn jetzt am schlausten hier? Wo ist denn hier mal ein OM oder so? Mick. Das ist es alles nicht. Das ist es auch nicht. Mal gucken, vielleicht kann ich kurz mal an Quantum driven und dann wieder ausmachen. Mal gucken. Okay, das war schon viel zu weit. Viel, viel, viel zu weit. Mal gucken, wo sind wir denn jetzt hier? Ah, wobei. Hier haben wir wenigstens Helligkeit. Das ist doch schon mal nicht schlecht. So. Dann will ich mal nicht zu schnell werden. Quantum Drive kann aus. Und dann dümpeln wir mal hier so ein bisschen vor uns hin und schauen uns das nochmal etwas genauer an. So, jetzt könnt ihr vielleicht auch nochmal die Waffen etwas genauer sehen. Ich gehe nochmal ganz genau ran. So, soll uns ja nichts entgehen. Und jetzt fahre ich die mal ein und aus, indem ich die Waffen aktiviere oder deaktiviere. Schwupp, weg sind sie. Eigentlich sollten die, glaube ich, am Rumpf rauskommen, da wo jetzt Spirit steht. Aber sie haben sie ein bisschen nach hinten gelegt in die Tragflächen. Gefällt mir aber ganz gut, muss ich sagen. Nicht übermäßig kompliziert. Tut ihren Zweck. Ja, und sind natürlich trotzdem fette Wummen. Sie wird kein Dogfighter sein, ne? Ohne das jetzt getestet zu haben. Da bin ich mir relativ sicher. So, warte mal, wie war das noch? Die Taste, nee, die Taste, nee, die. Was waren die? Naja, dann fahre ich sie jetzt nochmal manuell zurück. Okay. Ja, Freunde, das sind also die Waffen. Ich fahre sie aber nochmal aus, damit wir die aktiviert haben. Und was uns natürlich alle brennend interessiert, sind die Bomben. Mal gucken, ob ich die aktivieren kann. Jo. Ja, moin. Oh, das ist cool. Oh, das ist cool. Also, mittlere Maustaste, ja, wenn ihr es nicht auf den Joystick gelegt habt, aktiviert die Raketen und Bomben. Versuch's mal möglichst gut einzufangen. Und jetzt aktiviere ich nochmal. Also, wie diese Bombenschächte da nach und nach auffahren, großes Tennis. Und jetzt auch diese rote Lichtleiste, die da drin von vorne nach hinten läuft, oder von hinten nach vorne in dem Fall. Hier vorne haben wir noch unsere Raketen. Eieieiei. Also ihr seht, wir haben 4 Size 3 Raketen vermutlich. Ich glaube, das sind Tempest 3. Auch nicht verkehrt. Und dann eben noch diese Bomben. Mein Gott. Wir gucken mal ganz kurz im Cockpit, wie das aussieht. Stormburst. Das sind die Bomben, wenn ich raten müsste. Und Arrestor 3 haben wir. Steht da drunter. Was ist das mit dem, das war das. Ah ja, genau. Auf rechter Maustaste können wir dann umschalten zu den Arrestern. Komm, fangen wir mal mit denen an. Können wir ja auch Gott sei Dank ohne Aufschaltung ins Blinde feuern. Ich setze mal eine aus. Woo! Schon geht's raus. Und noch eine hinterher. Wenn man hier mit der Kamera ein bisschen spielt, dann kriegt man da noch schöne Dinge eingefangen. Sehr, also das sieht schon sehr cool aus mittlerweile. So, und das waren es auch schon, unsere 4 Raketen. Mehr haben wir nicht. Aber wir haben ja noch eine oder andere Bombe, ne? So, was steht da jetzt genau in der Sonne? Innerhalb der Explosionsreichweite. Das halte ich für ein Gerücht. Das halte ich für ein Gerücht. Aber gut.
ich würde es trotzdem mal riskieren. Wenn was schief geht, dann machen wir das nochmal neu. Dann seht ihr mich natürlich hier gleich nochmal mit einer lebenden A1. Aber ich hoffe doch mal, dass das alles hier funktioniert und das nur eine Falschanzeige ist. So, ich würde sagen, wir probieren das mal. Ich glaube, also da hinten ist eine Klappe ein bisschen anders, ne, wenn ihr das seht, die jetzt von uns am weitesten entfernte hinten. Und ich würde sagen, ich drücke mal einfach linke Maustaste und guck mal, was passiert. Plopp. Da fällt die Bombe. Gut, jetzt habe ich sie schon verloren, aber grundsätzlich ist sie da hinten rausgeplumpst. Jo, jetzt ist das Loch zu und jetzt haben wir praktisch auf der gegenüberliegenden Seite das geöffnet. Und jetzt kommt mal direkt was ich mal probieren möchte. Und zwar kann man ja mit der Taste G mehrere Sachen aufschalten. Das geht. Stormburst, ja, ihr seht das hier. Jetzt haben wir 2 aufgeschaltet. 3, 4, 5. 5 Stück geht Maximum. Und dann würde ich sagen, machen wir das auch mal. Dann haben wir ja immer noch 4 Stück über. Ja, wir haben eine schon abgeworfen. Jetzt hauen wir nochmal 5 raus. Das heißt, wir haben dann 6 rausgehauen und wir haben insgesamt 10. Und mit den letzten 4 gucken wir uns das dann natürlich am Boden an, in Explosion. So, und jetzt will ich mal wissen, mit welchem Tempo die rauswerfen kann. Bereit? 3, 2, 1, Bombs away! Bombs? Okay. Also ich drücke nicht nochmal, das macht er jetzt so. Aber sie haben dann doch schon eine ganz schöne Zeit, die sie brauchen. Flum, flum, flum. Also ist schon lustig. Ist schon lustig. So. Okay. Dann fliegen wir mal tiefer. Oh, da sehen wir auch noch die Bomben fliegen oder fallen. Wäre jetzt natürlich gut, wenn ich die nicht gerade erwische, ne? Das wäre aber vermutlich... Na gut, weiße Bomben, die fallen und winzig klein sind und auf weißen Boden zu fallen, das wird vermutlich schwierig. Ich gebe mal voll Kette und wir fliegen mal Richtung Boden. Oh Freunde, aber das Schiff mag ich. Ist natürlich wirklich die Frage, wie sich das später darstellt, ne? Wann braucht man einen Bomber, der in Atmosphären Bodenziele bombardiert? Also im Moment ist es für die ein oder andere Ghost Hollow Mission oder sowas schon sehr interessant. Und vor allem dadurch, dass man auch keine Fallgeräusche von den Bomben hört, sind die Leute sehr überrascht. Ging mir selbst auch schon so, dass man einfach weggebombt wird. Damals halt noch von der A2. Aber ich denke mal, dass die Sprengwirkung von diesen Bomben hier auch zu überzeugen weiß. Schauen wir mal. Toller Flieger. Mein Gott. Ja, sie ist jetzt natürlich auch wieder im Sale. Es gibt eine Warbond-Option und es gibt auch eine normale Version. Das hier ist der Standard-Paint, dieser schwarze. Es gibt ja schon ein paar andere Paints, die man auch nochmal separat erwerben kann. Und sie ist jetzt in dem Sale auch mit einem Sonderpaint drin, und zwar so einem weiß-blauen Crusader-Paint. Das heißt, wenn ihr sie jetzt erwerbt, dann ist meist dieser Paint dabei. Und natürlich gibt es wieder 2 Optionen, Warbond und Nicht-Warbond. Ja, die Nicht-Warbond-Version könnt ihr dann auch mit Store-Credits bezahlen. Und die Warbond-Version eben wieder nur mit frischem Geld. Warbond kostet sie $175 plus Steuern aus Deutschland. Dürften wir dann wahrscheinlich auch so um die 200 Euro liegen. Oder 200 Store-Credit-Dollar, wenn ihr sie denn mit Store-Credits erwerben wollt. Und wenn ich das richtig gesehen habe, kriegt ihr sie dann mit einer 10-Jahres-Versicherung, weil wohl die IRE nicht mehr so weit weg ist. Hat CIG da also einen rausgehauen, wenn ich mich jetzt eben nicht verguckt habe. Das aber nur mal ganz grob. Ihr könnt sie auf jeden Fall auf der Seite dann erwerben. So. Jetzt gucken wir nochmal. Ich nehme jetzt mal ein bisschen Schub raus. Damit ich hier... Ja, gut. Wir sind auf jeden Fall im Nebel. Da wollen wir nicht unbedingt hin. Dann sehen wir nämlich nicht viel. Fliegen wir mal ein bisschen höher, so ungefähr so. Und wenn ich jetzt hier weiter nach vorne fliege,
Mal gucken, sieht man hier irgendwo dieses Bodenbobbelteil? Ah, ich weiß nicht, ob man da nochmal Tasten für drücken musste. Da bin ich jetzt im Moment gerade überfragt. Nicht weiter wild. Wir probieren es aus. Ich meine, man konnte jetzt irgendwie am Boden einen Punkt markieren, ne? Und dann wurde der angezeigt und dann hat er uns gesagt beim Überflug, wann wir ausklinken müssen. Ja, mit dieser Bombenmechanik muss ich mich nochmal beschäftigen. Jetzt geht es uns ja erstmal darum, wie denn hier der Badaboom aussieht. Und das probieren wir mal. Ich klinke nochmal einen aus. Flump! wie die sich immer dreht hier. Wahnsinn. Oh, mal gucken, ob wir irgendwo einen Knall hören oder sehen. Ja, wir haben ihn gesehen und wir haben ihn gehört. Vielleicht doch ein bisschen tiefer. Ja gut, da unten ist halt immer dieser Sturm, ne? Mein Gott. Microtech, du forderst mich. Flunk. Das Geräusch ist cool. Ich brauche jetzt nur noch so ein... Das wäre wichtig beim Fall. Ich hätte mir ja fast gewünscht... Oh doch, das ist aber schon ein mächtiger Knall. Das soll ich mal anschauen. Also ich meine, das wirkt jetzt vielleicht nicht so, aber da unten sind ja doch, ich würde mal sagen, so im Radius von 8, 9 oder 10 Bäumen war da die Welle. Ich hätte mir halt nur gewünscht, dass man tatsächlich ein bisschen schneller die Bomben hintereinander auskoppeln kann. Aber das kann man ja auch noch irgendwie einstellen später, also von CIG-Seite her. Echt cool. Na? Ja, doch, doch, doch. Schön, schön, schön. Ist halt schon cool. Ist halt schon cool. So, warte mal, ich mach mal gerade mein Gamepad nochmal an. Und dann schauen wir nochmal. Ich stelle mal ein bisschen den Speed hoch. So, jetzt fliege ich hier nochmal ein bisschen in der Atmosphäre rum, um mal so ein Gefühl dafür zu kriegen, wie schwerfällig der Kahn ist. Ja. Also es ist kein Jäger, ganz klar. Aber es ist halt ein Bomber. Was mich wirklich ein bisschen stört, sage ich mal, ist, dass man wirklich nach unten nicht sehr viel sieht. Man sieht, man sitzt gefühlt wie in einem Sportwagen hier drin. Ja, ihr seht das. Also man liegt hier so halb drin, hat man das Gefühl. Das heißt, man muss dann wirklich relativ spitz anfliegen, ja, irgendwie in so einem Winkel und dann eben nach unten und dann hochziehen. Also so flache Überflüge und dann ausklinken wird schwierig vermutlich. Aber gut, so, ich würde sagen, wir fliegen noch einmal oben Richtung Universe und schauen noch mal, wie sie sich in Zero-G verhält. Aber das ist richtig cool. Muss ich später auch noch mal ausprobieren, ob es einen Schleudersitz gibt. Ich tippe ja mal nicht, wohin auch. Eine Selbstzerstörung gibt es, aber ja, Escape-Pods habe ich jetzt halt auch nicht gesehen. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass das Weapon-Locker sind, Suit-Locker sind. Neben den Waffenschränken. Weil hier oben sehe ich auch nichts, wo sich da was raussprengen könnte oder so. Oder unten. Sehr schönes Schiff. Ja, müsste man mal schauen. Sie ist ja dann vermutlich von der Größe her ein Medium Ship. Braucht also auch Medium Landing Pads. Und damit passt sie dann natürlich nicht mehr... beispielsweise in eine Idris oder auch nicht mehr in eine Polaris. Aber auf einen Kraken oder ähnliches würde dann natürlich funktionieren. Oh, gefällt die mir gut. Richtig schöne Form. Super. So, dann gucken wir mal. Max Speed.
in der außerhalb der Atmosphäre. 1100. Na, kriegen wir noch was rausgekitzelt? 1115. Da rauscht die Höhe aber nach oben. Mein Gott. So, Boost zu Ende. Und ich würde sagen, Geschwindigkeit auch. 1120 ist vermutlich dann wirklich, wenn wir aus der Atmosphäre raus sind, das Ende. Reicht aber für alles, was man so hat, reicht das, denke ich mal. So, ist bei 100.000 die Atmosphäre zu Ende oder wo? Boosten bringt halt auch nichts mehr. So, mal gerade gucken. Hier Escape-Dingens habe ich hier nicht, ne? Nö. Über mir nicht, seitlich nicht. Nö, dann bleibt hier nur dieser Selbstzerstörungsknopf. So, wir sind raus. Und ja, 1120, das ist das Maximum. Dann gucken wir nochmal, wie sie sich hier so ein bisschen steuert. Ja, also das sind jetzt volle Ausschläge, logischerweise, ne? Ist okayisch. Wie gesagt, ist ein Bomber. Also ist kein schwerer Bomber. Aber ist, ich glaube, jetzt auf dem Papier ein leichter Bomber. Wobei ich sagen würde, das geht schon Richtung mittlerer Bomber. Aber auf jeden Fall die Sache wert. Richtig, richtig gut. Freunde, was sagt ihr zur A1 Spirit von Crusader Industries? Seid ihr auch überzeugt vom Design und natürlich auch von der Funktionalität? Ich meine, sie muss sich jetzt natürlich erstmal beweisen im Zuge von Missionen, während 3.21 dann auf den Live-Servern von uns allen gespielt wird. Aber ich würde schon sagen, dass sie sich einen festen Platz in meinem Herzen verdient hat, die Spirit. Was ich auch noch sagen kann ist, also wie gesagt, Patch 3.21 ist auf die Live-Server aufgespielt worden, hat natürlich auch noch eine ganze Menge anderer Features und Fähigkeiten. Schaut gerne mal auf der robertspaceindustries.com-Seite vorbei, wenn ihr da mehr wissen wollt. Ich möchte mich ja aktuell auf dem Channel so ein bisschen auf die Raumschiffe fokussieren. Aber ich denke mal, zur CitizenCon und dann auch natürlich spätestens zur IAE werden wir uns wieder ein bisschen breiter aufstellen. Und ja, wenn dazwischen irgendwas ganz, ganz Grandioses kommt, dann wollen wir uns das natürlich auch nochmal anschauen. Ansonsten gibt es auch noch, das möchte ich auch noch kurz erwähnen, einen Referral-Bonus, wenn ihr das Video aktuell schaut. Bis zum 30. Oktober 2023 solltet ihr noch das Spiel Star Citizen nicht gekauft haben, euch noch keinen Account gemacht haben, aber solltet ihr das jetzt vorhaben, um die CitizenCon rum, dann benutzt gerne meinen Referral-Code, den ihr unter den Videos findet, bei der Anmeldung. Und dafür bekommt ihr dann nicht nur 5000 UEC, wie das immer der Fall ist, sondern ihr und auch ich bekomme dann ein Hoverquad zusätzlich im Wert von, ja, ich glaube auch um die 40 Euro circa. Kostet, glaube ich, so ein Hoverquad mit einem Copperpaint. Also da haben wir auf jeden Fall beide was von. Ihr könnt, also jeder kann den Code benutzen von mir und ich bekomme dann natürlich eins von dem ersten, der das macht. Aber jeder, der das dann von euch macht, der bekommt auch nochmal ein Hoverquad. Ist also, finde ich, immer eine ganz nette Art, Danke zu sagen. Ihr habt was davon, ich habe was davon. Und solltet ihr eh überlegt haben, Star Citizen spielen zu wollen, dann wäre das doch ein guter Einstieg, wenn man nochmal so ein Bodenfahrzeug, so ein Hoverquad gratis dazu bekommt. Gut, Freunde, dann würde ich sagen, soll es das vom Ersteindruck der A1 Spirit von Crusader Industries gewesen sein. Ich hoffe, heute waren einige interessante Informationen für euch dabei. Lasst mich, wie gesagt, gerne mal wissen, was ihr über die A1 Spirit denkt in den Kommentaren. Und dann hoffe ich natürlich, ihr schaltet bei einem meiner nächsten Videos wieder ein. Bis dahin, wegtreten!